Willkommen, liebe Menschen. Wir spielen jetzt Assassin's Creed Mirage. Die Community hat es sich gewünscht und es ist ja auch heute der Release, beziehungsweise heute ist der die Möglichkeit für mich, es endlich zu spielen. Ich habe schon seit einer ganzen Weile auf der Platte. Ich war ja auch bei einem Zock-Event dabei, von dem ich dann leider nur, wir haben da 2 Stunden gespielt, begleitet auch von jemandem, der mich ein bisschen betreut hat, um mir zu sagen, was ich machen sollte. Und ich habe trotzdem nicht das gemacht, was er wollte, aber es war auf jeden Fall nett. Und da habe ich das dann natürlich schon spielen können, aber das Video dazu war dann natürlich am Ende sehr kurz, weil die wollten, dass man nur die bestimmte Elemente zeigt und Zwischensequenzen auswechselt und all das. Also deswegen war das kein richtiges Let's Play, so wie man es eigentlich erwartet, würde ich sagen. Und deswegen spielen wir jetzt nochmal den ganzen Anfang des Spieles, sofern er läuft, sofern er lädt. Ich habe nämlich noch gar nicht, also das habe ich noch nicht getestet. Das ist ja jetzt die finale Version. Ich habe über einen Stream gespielt. Also das war eigentlich sehr interessant, über den Stream-Service zu spielen und kein Delay zu merken, in keinster Weise irgendwas zu sehen, was da nicht hingehört oder pixelige Texturen oder eine schlechte Bildauflösung. All das war nicht. War schon ziemlich krass. Ja, es war ein bisschen wie betreutes Spielen. Das ist tatsächlich so. Es war so, die geben einem diese Welt und sagen halt, ja, viel Spaß. Und die ganze Zeit schaut aber jemand zu, wie du spielst. Und ich habe dann halt einfach alles Mögliche gemacht, so wie ich es immer mache, Nebenmissionen, Quatsch, dies und das, rumgeguckt, mit Leuten gekämpft, abgehauen. Und irgendwann meinten die, du hast nicht mehr so viel Zeit, vielleicht solltest du noch mal schnell die Hauptmission anfangen. Und dann dachte ich, ach, da gibt es eine Hauptmission, habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe schon so viel Spaß gehabt, einfach so. Und dann habe ich die ja noch schnell gemacht. Und dann hat das auch geklappt. Am Ende hat er mich abgehakt, kurz vorm Finale. Aber ist ja alles nicht schlimm. War ja auch nur ein Testgaming. Ich fand es, wie gesagt, beeindruckend, dass es lief. Assassin's Creed kommt übrigens nicht in den Game Pass. Das habe ich zumindest gerade im Chat gelesen. Gebe ich gerne weiter. Ich bin bereit für ein wenig Retro-Action mit Assassin's Creed Mirage, das ja angeblich ein bisschen mehr sein will wie die ersten Teile. Es wurde ja immer größer, größer, größer. Jetzt ist es wieder klein. Stadtmauern grenzen das Areal klar ein und man kann auch nicht raus. Man muss es auch nicht, denn es gibt in der Stadt genug zu tun. Und deswegen gucken wir uns jetzt an, wie das Intro anfängt. Gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Oh.
Cassie. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Ein Deluxe-Paket wurde zu meinem Inventar hinzugefügt. Offensichtlich bin ich sehr, sehr beliebt und reich. Da habe ich dann natürlich auch die tollen Sachen. Feinste Seide aus dem fernen Orient um die Ecke. Hier, der Djinn war es, ne? Das ist natürlich nicht der Djinn. Nein, doch. Ich habe auch, ohne Scheiß, ich hätte schwören können, er meint wirklich Djinn, also G-I-N. Aber sie meinte echt den Djinn. Ich wollte gerade sagen, das Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, nee, der hat den getrunken. Aber es gibt ja wirklich den Djinn. Okay, Basim. Es sieht toll aus. Es ist so hübsch. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Komm in die Hufe, Basim. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Kreuzberg haben die schön umgesetzt. ihr seid mir welche, ne? Ihr seid mir schon ein Haufen komischer Menschen. Vielen Dank für die ganzen guten Sprüche. Auch, was ich super finde, Bagdad als Name für eine Bäckerei. Also da muss ich jetzt echt sagen, das ist so genial, dass ich mich frage, ob das schon jemand gemacht hat. Bagdad. Ja, wie immer, ne? Mit A kommst du überall. Selbst wenn du dich verklickst und verspringst, kommst du immer noch irgendwo hin. Alles auf A. Also eigentlich drücke ich nur nach vorne und A gedrückt halten im Moment. Aber das kennt man ja. Das macht ja auch eigentlich so viel Spaß. Dieses schnelle Parcours. Alles ist so gebaut, dass man immer überall hinkommt. Das ist schon irgendwie angenehm, weil man es ja in echt nicht kann. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hat. Wie ich! Um dann erniedrigt und vergessen zu... Wie ich! Wie ich! Mein Vater war Bürgermeister, wo bin ich gelandet? Es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. Das ist ein guter so Gedanke. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Ein guter Gedanke, ein Ausdauersystem hätte der Reihe gut getan. Stimmt. Das würde das Klettern ein bisschen... Gefolge, das die Menge angelockt hat. Bisschen zumindest kniffliger machen. Oh. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Was geht mit dir? Auftrag und schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun.
dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Dann nehme ich mir direkt die Scheiße hier mit. Komm, einsammeln! Jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Dumm, die dumm, die dumm. Komm her! Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert. Ja, da hast du völlig recht. Rück das Ei raus! Rück das Ei raus! Hä? Ach, den. Geh weg von mir, du! Dieb! Dieb! Wachen! Ja, das hat nicht geklappt, würde ich sagen. Dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, du größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Hä? Warum soll ich den umhauen? Nee, okay, ich muss also einfach da lang. Zum Ziel. Wann kommt der nächste Part von Ada? Erstmal danke fürs Gucken. Ja, Resident Evil 4 DLC wird kommen. Neuer Teil. Ich muss aber erstmal einen einspielen. Und heute wird's nichts. Aber ich kann mir halt die nächsten Tage auf jeden Fall vorstellen. Ich muss halt einen... Jeden Tag wird Horror gespielt. Das ist Fakt. Aber natürlich will ich auch die ein, zwei anderen Spiele, wie heute auch, noch abarbeiten. Das klingt eigentlich blöd, ne? Aber einfach haben. Haben einfach. Anspielen. Und deswegen ist es im Moment schwierig, so ein Spiel fertig zu spielen. Ist aber geplant und kommt auch. Da ist Bassem. Hallo Kinder! Habt ihr Wertsachen dabei? Die haben aber viel Energie. Ich grüße dich. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute haben. Fahmi! Bassem! Der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, was? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir guttun. Bis dann, Fahmi. Mit Sicherheit Großspurige. Hallo, was? Komm her, na komm. Hast du was Gutes gestohlen? Amin, wie geht es dir? So normal hier. Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf... Deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki.
Hast du was Gutes gestohlen? Er hat echt scheiß Schuhe an. Mit Birkenstock kann man nicht stehlen. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seider. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich habe gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? Natürlich. Das sind Soldaten. Du bist auf dich allein gestellt. Also man sollte sich nicht die ganze Zeit lautstark darüber unterhalten, was man alles geklaut hat oder noch klauen will. Aber das werden die sicher noch lernen im Knast. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? Scorn habe ich schon gespielt, lieber Clockbash. Ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Warte hier. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Verschlossen. Nicht mehr lang. Da ist der Schlüssel. Der ist aber wirklich ein sehr geübtes Diebstahlauge, muss ich sagen, wenn er sogar sowas erkennt. Ja, ich wollte ihn eigentlich niederschlagen. Ma! Gut aufgepasst. Na gut. Bleib geduldig. Verstanden? Ich schaff's doch nicht. Genau. Wenn ich jetzt eh schon entdeckt werde, da ist der Schlüssel, Heini. Ey, warte doch mal, lass mich kurz weg. Niemand nennt mich Memme! Mein Gott, kann der Typ kraxeln! Bet. Der Schlüsselmann. Zu mir.
Wo ist denn hier ein Eingang? Ihr seid so falsch. Kann ich da ins Blumenbeet? Nee. Da vielleicht. Da? Nee. Da ist alles verwachsen. Oh. Na, okay, ich dachte, das wäre irgendwas Cooleres. Wahrscheinlich ist hier vorne einfach die Haustür, ne? Und ich muss einfach nur reinlaufen. Ja, da steht ja auch schon einer. Eben war der doch noch hier in der Nähe. Da oben ist er, okay, ein hoch. Mann, so schwer kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Wahrscheinlich hier einfach nur da lang. Ja! Okay, komm, die wollen wohl pfeifen. Gut, dann mache ich das erstmal. Da fliegt der Stock weg. Ach komm, tragen brauchen wir nicht. Ach. Ja, ich weiß ja jetzt, wo die Tür ist, ne? Schön allen den Sold klauen. Kann ich dich da reinwerfen? Nee, ne? Zielen? Ich kann nicht auch so richtig... Oh Mann, ich muss es einfach probieren. Ich muss es einfach probieren. Ihr habt nichts gesehen! Ja, der muss einfach nur schwimmen lernen, der Typ. Ich hab doch gar nichts gemacht. Jetzt komm, du schaffst es. Jetzt komm hoch. Jetzt komm hoch. Schwimm. Schwimm doch. Soll ich dem jetzt helfen? Der stirbt mir doch weg. Der stirbt mir weg, der Dude. Komm. Jetzt mach doch was. Nee, ich glaube, das war's. Ja. Es tut mir auch ein bisschen leid. Naja. Man kann nicht allen helfen. Da. Ist es das, wonach ich suche? Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken.
Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ja, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Chassis. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, Kacke. Wir haben schon früh an einem Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jasib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Okay. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jasib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung.
Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Hä? Hätten wir nicht einfach nachts losgehen können? Hätten wir noch mal voll abhängen können den ganzen Tag? Wir hätten so viel stehlen können. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Okay, Möglichkeiten, in den Palast zu schleichen. Es ist dunkel genug. Komm. Nial. Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig. Warum soll ich dir jetzt einen eigenen Weg, wenn die doch weiß, wo es lang geht? Allein bist. Hormonblumen, ne? Halt die Augen offen, ja? Das gute Opium. Schön hier so einen guten Opium. Ich hab was gehört. Die Opium-Bank. Schön gemütlich einen wegzwirbeln. Oder ist Mohn? Ich weiß gar nicht, ob Mohn ist. Welche Art von Droge wird dann daraus gemacht? Ich weiß es gar nicht. Also Mohnbrötchen natürlich, aber. Das muss irgendein Heroin oder Opium? Oder beides Opium, ne? Habe ich schon richtig. Kann ich die umnocken? Nee. Sollte ich vielleicht auch nicht. Ist das ein Spiel für dich? Los jetzt! Gerne umhauen. Aber nein, das wird nicht gehauen. Sie sollen gar nicht wissen, dass wir da sind. Also sie macht das ganz gut. Sie führt mich auf jeden Fall, finde ich, gut durch diese Mission. Dafür, dass sie nicht mit wollte. Die Gäste gesehen? Die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger. Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Hm. Dann sieh dich doch mal um. Da. So. Ja? Ach, ich kann, okay, gut. Hey, was? Shit. Augenblick. Nein! Nieder mit dir! Ja, war nicht gut. Hab dich! Ich rufe dir Stütze! Shit. Shit, ich hab alles falsch gemacht. Du, ich hab den Schlüssel nicht.
Mach schnell die Tür auf! Mach schnell die Tür auf! Ich hab Leute geholt! Ich hab Leute geholt! Ich mach dich alle! Ja, schöner Treffer! Ich bin dein Schicksal! Und ich bin dein Vater! So, welcher von euch hat den Schlüssel? Keiner. Keiner. Wie einfallsreich. Also ich finde ihn gerade nicht. Ich lass mich mal abstechen. Wir machen das nochmal neu. Der Plan war nicht hieb- und stichfest. Leute, ja, natürlich. Wahrscheinlich derselbe wieder, ja? Ja. Mach ein kurzes Schläfchen, aber nicht zu kurz. So kann man es halt auch machen. Hast du einen Schlüssel gefunden? Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Da sind sie. Komm! Vermisst du eine Animus-Story? Nö, ich fand die immer sehr aufgesetzt und verkrampft. Ich hab die nie gemocht. Ich glaube, es ging von Anfang an darum, dieser Gewalt irgendwas gegenzusetzen und so zu tun, dass das halt ja eigentlich nicht schlimm ist, weil es ist nur Simulation, aber es hat für mich null funktioniert. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Mann, ich will die Kiste aber sehen. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Dieser Typ, ey. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. Das ist so geil. Nur mal kurz, wir hatten ja vorhin von den Kommentaren, ne, wo ich... Das ist alles so dumm und unlogisch. Da hat jetzt jemand... Es geht um Lies of P natürlich. Ne? Nur bevor ihr die Sachen löscht, damit ihr einmal auch seht, was da läuft. Also... Echt krass, wie wenig Probleme du im Game hast. Puppenkönig und Sumpfmonster haben mich Jahre gekostet. Bla 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 bla. Wie gesagt, mit Victor habe ich ja sehr viel gekämpft. Der war ja anstrengend. Und dann schreibt jemand drunter, ja, weil er heimlich übt. Der ist voll ein Noob, finde ich. Also bin ich jetzt gut oder nicht? Also, aber üben ist doch eigentlich dann, also ich habe ja nicht mal geübt, aber wenn ich üben würde und dadurch gut spiele, dann bin ich doch kein Noob. Was ist denn dich, also wie läuft denn das dann? Also wird man als Noob geboren oder kann man sich da noch irgendwie rauswühlen? Oder ist das so eine Sache, wo man, wo einfach jemand wie du, lieber Mr. Karl Ipo,
muss man da auf jemanden wie dich warten, der das bestätigt, was man ist. Egal. Und das habe ich den ganzen Tag. Das habe ich den ganzen Tag. Und ständig muss ich irgendwelche Leute blocken. So, zurück zum Spiel. Denkt doch wenigstens mal nach, ob das Kommentar Sinn ergibt, bevor ihr das postet. Damit meine ich natürlich nicht euch, sondern diese Leute. Das muss doch nicht sein. Man kann doch auch gut beleidigen. Es muss doch nicht auf dem Niveau von einem 12-Jährigen sein, der irgendwie zum ersten Mal eine Deutschunterrichtsstunde hat. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon bekäme man einen Haufen Gold. Und das sind immer die Leute, die dann sagen, du zensierst, ich habe hier was ganz normale Kritik gepostet und du hast es gelöscht und mich geblockt. Das ist dann immer die ganz normale Kritik, die immer genannt wird. Es ist immer nur ganz normal. Ich hab einfach nur gesagt, du sollst zur Hölle gehen und sterben. Wo ist denn das Problem? Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich! Basim! Gib mir das! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid! Das ist deine Schuld! Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Messer! Messer in den Hals! Alter! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Lass den Burschen! Aber nein, selbst spielen kann ich doch nicht! Gleich verstummst du! Ich renn doch schon! Das ist geil. Sowas mag ich. Schön die Palme benutzen. Ist er an mir vorbeigelaufen? Oh nein! Rennkatze! Sie haben es auf uns abgesehen! Lies of P wieder hier, ne? Esel! Man sieht so ein bisschen diese Sprungdynamik, ne? Sie wollen immer, dass du Parkour. Du kannst nicht aber normal irgendwo runter. Du hüpfst immer nur von einer Sache auf die andere. Was haben wir getan? Ja, hat irgendwen umgebracht. Komm, war der wichtig? Kalif. Was, davon gibt's so viele. Ich möchte Kalif sein anstelle des Kalifen. Jeder von euch hat natürlich schon mal damals hier Disney Aladdin gesehen. Und ich denke, dass viel von dem, was uns hier so gut vorkommt, nostalgisch vorkommt, jetzt nicht darauf basiert, dass wir sagen, ja, so sieht es in echt aus, denn das wissen wir wahrscheinlich gar nicht so richtig, sondern wirklich, dass man halt so die Medien, die man konsumiert hat, mehr oder weniger damit vergleicht. Also ich kriege total die Aladdin-Vibes. Ich würde auch gerne mal so ein Aladdin-Spiel spielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, man darf hier halt wirklich nicht unten langlaufen. Die suchen mich ja noch. Das hört hier bestimmt nicht einfach nach 2 Minuten auf. Da ist gerade jemand ermordet worden, der alle bezahlt hat. Da sind die richtig pisst. So.
Du kannst doch einfach nur mal runterhängen. Muss man halt B drücken, ne? Also, damit die, dass die nicht springen. Bist du hier? Was ist denn jetzt los? Nihal. Aber sie hat ihr ja auch abgestochen, wenn man ehrlich ist. Davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding. Es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish... Sie alle sind in Gefahr. Naja, aber das hättest du dir wirklich denken können. Ist ja häufig so, dass es dann die anderen Leute erwischt. Und nicht die, die man treffen will. Ich glaube, jemand meinte gerade, ich soll mal checken, ob das mit dem Parcours immer noch so ist, dass man mit B überall runterkommt. Ich halte jetzt B gedrückt. Ja, ist so. A ist nach oben, B ist nach unten. Soweit es halt geht. Oh, shit. Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Da wollte ich auch hin. Ich dachte für eine Sekunde, jetzt falle ich... Breche ich mir beide Beine. Hasenfuß. Die müssen Steine. Der macht sich die Hosen nass. Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Ah, okay, da habe ich irgendeinen wieder übersehen. Aber wer war das? Wo war der? Elender Feigling! Halt, stell dich! Thank you.
Basim! Wende deinen Blick ab! Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert! Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest! Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehen. Leiser, bitte! Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet! Du hast ihn getötet! Das warst du! Es kam von dort drüben! Ja! Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder! Du wolltest doch auch schlitzen! Schnell! Er wollte doch auch schlitzen! Alle sind tot. Obwohl ich es war, den sie bestrafen wollten. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Ja, erstmal nach Disneyland. Das ist natürlich richtig schlimm. Richtig schlimm, aber es ist auf eine Art eskaliert, die man so vielleicht gar nicht hätte sehen können. Aber ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, als er zurück ist, wenn die jetzt folgen, bringst du die doch direkt dorthin. Aber das war gar nicht nötig, die hatten sie schon. Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Lauf! Was hast du vor? Nicht nachdenken. Okay, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, okay, wir sehen's, ne? Ha! Interessant. Hier sind die Grenzen der Welt. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Und dann spielen wir noch eine Stunde weiter. Kurz mal ein, zwei Meinungen zum Thema des Spiels und zu der ganzen Reihe. Viele sagen ja, die ersten waren gut, dann wurde es irgendwann zu einer Cash-Cow und Open World hat es ein bisschen redundant gemacht alles. Kann man ja unterschiedliche Meinungen sagen. Es verkauft sich immer noch gut, Leute mögen es. Ich denke aber auch, dass so die Originale, die ersten waren noch ein bisschen besser. Allerdings war, finde ich, das erste auch recht langweilig. Also für mich auf Dauer. Das haben sie ja jetzt alles überarbeitet. Das ist ja jetzt nicht das erste wieder, sondern es ist ja mit den Mitteln der späteren Teile so ein bisschen der Rückblick aufs Erste, sozusagen. Also auf jeden Fall soll es so ähnlich sein wie der Erste, aber es ist natürlich nicht so, weil sich ja seitdem so viel auch verbessert hat. So, wir gehen kurz aufs Klo. Danach werden wir hier aus unserem Gebüsch herausspringen und diesem Hirsch mal richtig zeigen, wo der Papst die Socken hat. Nach dieser Werbung, bis gleich. Wie lange spielst du heute noch? Wird gefragt. Also das Spiel spiele ich noch eine Stunde, denke ich so. Ich würde es auch noch länger spielen eigentlich. Aber ich habe auch schon mit Forza mich schon so ein bisschen verzockt und jetzt dann hier nochmal zwei Stunden. Und ich muss ja, oder will natürlich, aber ich muss auch noch ein Schocktober-Spiel spielen. Also das wird heute dann halt, ne, auf jeden Fall viel. Deswegen kann ich es nicht so lange spielen. okay, läuft alles, ne, wie immer. Gut.
Ich muss nur allerdings gucken, ich habe hier meinen Kaffee. Den will ich natürlich parallel trinken. Sag mal, Simon, zockst du eigentlich noch privat für dich oder alles nur noch im Stream? Ja, privat zocke ich natürlich nur, wenn ich vorspiele für Lies of P, damit man mich nicht Noob nennt. Ich habe ab und zu mal auch Momente, wo ich was spiele, ja. Ich sollte zurück. Ach, 2 Monate später, okay. Also, ich habe schon so ein bisschen so eine leichte, eingefallene, nenne ich die Brust, aber unter der Brust, ne? Also, er hat einen komischen Körperbau, so wie auch die Haltung. Hätte ich jetzt nicht von einem erwartet, der so geschickt parkouriert. Aber das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern. Der kriegt noch die richtigen Grabschmuskeln. Also manchmal spiele ich auch noch für mich. Das klingt ja auch irgendwie blöd. Für mich. Als ob das andere nicht auch für mich wäre. Ich spiele ja hier auch für mich. Aber ich verstehe schon natürlich, was du meinst. Wie gesagt, manchmal ja, manchmal habe ich auch irgendwas. Ich habe ja eine PS5 und eine Xbox am Fernseher stehen. Und ja, ab und zu abends dann mal irgendwas anmachen und vielleicht nochmal in Lies of P, habe ich ja manchmal dann auch immer wieder gesagt, wenn ich ein bisschen was gespielt habe, schon ein, zwei Sachen Erweiterungen gemacht habe und so. Da bist du ja. Dafür kann man zwar machen. Bist Sachen, die im Stream zu langweilig wären. Weil spielen macht ja trotzdem Bock. Aber ich gucke wahrscheinlich fast immer dazwischen auch dann Lass Serien und konsumiere mehrere Auf Medien parallel. Hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Freust du dich schon wieder in die Rolle des Grafen zu schlüpfen? Ja, ich mag den sehr. Er ist natürlich ein Arschloch, kann man sagen. Ein reiches Arschloch. Nur zu, Bassi. Aber sowas macht Spaß zu spielen. Und ja, ich versuche ja auch, das Gute in ihm zu finden. Ja. Es gibt irgendwo was. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat irgendwo auch einen guten Kern. Okay. Ach so, ich glaube, nur klettern und dann ein Todessprung. Okay. Ich würde den anders nennen. Dachte, das hätte jetzt geklappt. Ach, komm. Okay, das war jetzt echt denkbar doof. Vielleicht muss ich aber auch einfach von einem Stein auf den nächsten dann springen, wenn ich oben bin und gar nicht... Ey, Mann, jetzt macht das aber automatisch, ne? Da kannst du nicht hoch. Na gut. Schnell noch mal ein bisschen was essen. Du kannst gleich auch ran an die Kletterwand. Ich muss hier gerade noch ein bisschen was üben. Oh. Ach, oben, ne? Ist es oben? Ja, ich denke schon. Nee, nach oben kann ich nicht springen. Doch, jetzt geht's. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Sachte, Basim. Sachte. Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Wieso? War doch voll gut. Willst du in dem... Das war toll. Körper, du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in El-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt?
Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meister. Also ein ganz schöner Schwurblerverein, ne? Bin ich über den Querdenkern? Was geht denn hier ab? Das hat jetzt hier wirklich... Hast du deinen Aluhut vergessen? Als ob es sowas gibt. Korruption in der Politik? Wahnsinn! Bringt diese Frau zu Fall! So, was sollte ich machen? Suche Fulade. Ich nehme alles oben. Die Wiesen sind schön. Sehr schön gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal an. Nee, ne? Ich entferne mich vom Ziel. Schade, ich würde hier aber gerne weiterlaufen. Na gut, dann gehen wir halt doch da lang, wo wir hin sollen. Guck dir die armen Schweine an, die haben sogar eine Leiter. Wer braucht denn eine Leiter, Leute? Was ist denn einfach mit Kraxeln? Früher sind wir irgendwie 6 Stunden im eisigen Schnee zur Schule gekraxelt. Über den Berg, die Schule war oben drauf. Heute heulen sie schon rum, wenn sie mal irgendwie sich einen Fingernagel abbrechen. Okay, aber die Frage bleibt dieselbe. Wo ist der Fulad? Bist du der Fulad? Nee. Bist du? Du? Das ist sehr schön, die ausländischen Sprachen, die ja hier eigentlich die Originalsprachen sind, zwischendurch so ein bisschen zu hören. Da ist er. Ah, was ist das in der Ecke? Hier. Eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift. Damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug. Und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld, begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulad. Bis später dann. Und schon wieder sind wir einfach nur der Botenjunge. Das wird sich noch ändern. Wir werden sich alle noch umgucken. Gut ist, das Essen einfach so da liegen zu lassen? Ja gut, die braten es wahrscheinlich heute. Das ist es nicht. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Nein, das ist kein Lederstreifen. Habt ihr mitgelesen, ne? Du meinst den Orden, Aban? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern.
Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei. Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Die haben alle Lidschatten, ne? Das ist so in dem Kulturkreis also irgendwie die Tahrir, so die Augen die diese Lande zu regieren, betonen, sind das ist irgendwie üblich. Zwischen aller Mut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Runter! Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Sayid. Kajal, das ist ne? sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Wir haben die das früher gemacht. Von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Arsch? Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Nee, nee, das ist ganz sicher kein, das sind keine, wie heißt das, Augenringe oder so, das meine ich nicht. Ich meine einfach, wie kann man das denn mal, komm, Kamera, zeig doch mal ein bisschen, zeig doch mal was. Lass mich doch mal gucken, da. Die haben alle Kajal, das ist ja auch, haben sie nicht sogar, als die Taliban damals irgendwie in Afghanistan zum ersten Mal raus waren, haben sie doch, so Bilder von denen gefunden, wo sie auch sich so wunderschön fotografiert haben. Oh, hier ist mein Schwert und hier ist mein ganzer Kram. Und da hatten die auch Kajal. Also das ist einfach, glaube ich, so ein kulturelles Ding, oder? Ich denke mir aber auch gerade, naja, aber das ist doch sicher nicht gut, sich Kohle unter das Auge zu schmieren. Oder. Heute ist das ja wenigstens getestet an sehr vielen Frauen und Affen. Aber damals hast du einfach alles brackig-braune wahrscheinlich dir drunter gerieben oder so. Ich weiß es nicht. Rivka? Basim, Basim! Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Das ist eine gute Idee. Der Lidschatten ist Kohle und soll die Fliegen fernhalten. Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Die ganzen Töpfe, ey. Ah! Okay, der dritte war nicht so geil, ne? Gebracht, mehr zu üben. Das ist der richtige Weg, Sadiki. Schöne Höhle, aber nicht das, was ich suche. Mit Straßen habt ihr es echt nicht so, ne? Da gehst du auf den alten, abgehackten Baum am Wasserfall und dann hängst du dich an die eine halbe
Leiter, die wir da hingestellt haben, und dann den Rest machst du dann einfach mit der Oberarmstärke, ne? Ja, ja. Warum dann überhaupt eine Leiter? Das gibt doch gar keinen Sinn. Kann er, also die ersten Meter hätte er aber auch alleine noch hingekriegt, ne? Naja, was weiß ich schon vom harten Leben in dieser seltsamen Enklave hier. Alter, die Knie des Teufels. Ich dachte, ich war mir absolut sicher, dass ich jetzt hier sterbe. Was ist denn, wenn ich die plündere? Das ist doch eigentlich Quatsch. Ja, das sind an sich interessante Texte, aber jetzt habe ich da wirklich keine Zeit für. Ja, dann. Irgendwie. Wird's schon gehen. Warum tust du das, Sadik? Da, runter. Da ist es. Nee, ne? Ist immer noch falsch. Okay. Hier wird sich wieder verlaufen. Ich suche diesen Baum, aber irgendwie, wo ist der denn, diese Geschichte, mit der ich gerade da hochgekommen bin? Das war am Wasserfall irgendwo. Egal, komm, ist jetzt auch wurscht. Nee, man kann nicht mehr überall hin. Das ist auch eigentlich nur fair. Auch nicht, okay. Dann hier vielleicht. Das muss euch doch überhaupt nicht wundern, dass hier Leute ständig rumklettern. Das ist eine Kletterfabrik hier. Okay. So, wo ist denn jetzt nochmal der Wasserfall? Da ist der Wasserfall, also muss man da hoch. Aber wenn ich jetzt hier gucke... Ja, ja. Na gut, versuchen wir es hier nochmal. Oh oh. Wie komme ich nach oben? Da ist er. Wirklich? Nee. Das war falsch. Und jeder muss das machen? Nur einmal leider. Jeder nur einen Stock. Okay, kann man mal kurz ein bisschen die Optik am Horizont beobachten und vielleicht auch kritisieren, aber ich finde es eigentlich nicht kritikwürdig. Ich finde es eigentlich sehr schön. So, jetzt lernen wir kämpfen. Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Sicher? Willst du nicht erst noch eine Packung rauchen?
Ist ein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, besser. Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Gut. Ja. Ich warte auf dich. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los. Genauso. Schlag kräftig zu. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren. Ja! Das ist gut. Es ist kein Dark Souls. Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Okay, rote. Denk nicht zu viel nach. Gute Arbeit. Ja, genau so. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Ach so. Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Shit, da war er. Nimm das! Wo kam das denn her? Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Ahmad wird bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde.
Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf. Okay. Natürlich. Es waren schon lange Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Schöne Fackeln. Gutes Licht, Schattenverhältnis. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Vielleicht zu nah mit dem Feuer da lang gehen. Ups. Ah, das tut mir aber leid. Ah, ich muss durchs Gebüsch. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Komm, Nur. Folge mir. Freust du dich auf deine Einführungszeremonie? Ja. Es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Vor Aufregung, aber auch ein bisschen aus Angst, um ehrlich zu sein. Wir alle fürchten das Unbekannte. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Der Unterschied ist, dass es den Orden wirklich gibt. Was wollen sie? Sie wollen Bagdad beherrschen. Sie wollen Macht. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. Wir warten auf den richtigen Augenblick. So wachsam sind, kann uns nichts überraschen. Fällt das denn keinem auf? Wo ist denn Peter hin? Peter ist Mario hinterhergelaufen, der hat Pfeifen gehört. Was hat Mario da? Ja, Mario ist wegen Stefan hin, weil der hat auch Pfeifen gehört. Und dann sind die da alle erstmal hin, aber die kommen sicher alle gleich wieder. Anders als die hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht.
Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen. Das war eine klassische Montage. Da hat man es am Bart erkannt. Beim Barte des Propheten hat man es erkannt. Ja, echt traurig. 2023 und Videospielcharaktere haben dichtere Bärte als ich. Kommt dieses Adlergeräusch eigentlich von denen? Ist das quasi, wenn der Flugwind durch die Nasennebenhöhlen einmal so durchgesaust kommt? Ergibt das dieses Adlergeräusch? Shed hat mich gesehen. Ich wollte doch Ninja sein. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Al-Hassan, der hat bestimmt viel zu tun auf Reddit. Der OG-Hater. Hassan. So. Bitteschön. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille.
weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst was. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Und wieder mal Paketbote. Es hört nie auf. Das ist ein großer Tag für ihn. Ich muss mich mehr anstrengen, um ihrer würdig zu sein. Es kommt mir vor, als machte ich gar keinen Fortschritt. Sei vorsichtig, Sadika. Behalte den Blick auf den Himmel. Sieh nicht zurück. Danke. Ich werde es versuchen. Nee. Tja, jetzt ist ja kein Seil mehr da, ne? Das haben die sich nicht gut überlegt, finde ich. Bei der Konstruktion. Vielleicht auch hinter dem Wasserfall? Ja. Ah, eine Kiste. Tja, da plündere ich in Ruhe die Truhe, die extra jemand... Ich meine, das sind ja meine Kumpels hier. Ich beklaue meine Kumpels. Ja. Au, das Ding ist ja unten, ne? Na gut. Au, das tut beim Zusehen richtig weh. Adamantium-Knie ist wieder am Start. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen? Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Ah, sie steht dir gut. Komm, es ist soweit. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Basim ibn Ishaq, bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen.
Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Na, oh, ich möchte das aber nicht machen, aber das muss man halt, ne, für die Klinge. Aber auch dumm. Und was machen die mit den ganzen Fingern? Gibt's da einen, der die sammelt? Gibt's da einen, der alle Finger hat? Ich sag, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Ja, kannst du haben. Diesmal gibt's aber keine Frauenquote. Jetzt wird gekämpft. Gut. Nimm das! Ich erinnere mich nicht, dich das gelehrt zu haben. Ist dir das aufmerksam genug? Ja, okay. Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Na, oh, schade. Immer kommt jemand Blutendes. Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Okay. So langsam kommen wir jetzt nach diesem doch sehr langen Tutorial, was aber gar nicht so schlecht war, zur eigentlichen Mission, nämlich zurück in die Stadt. Das ist dann auch die Mission, glaube ich, die ich gespielt habe. Und die ihr jetzt auf YouTube euch auch schon angucken könnt.
Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Da sind wir jetzt also. Vor der Stadt. Na dann. Klingt wie eine gute Bäckerei. Jetzt habe ich eine U-Unit verdient. Das ist gar nicht so schlecht. Ein, zwei Mal kann man dafür tatsächlich auch Sachen bei Spielen kaufen. Auf! Etienne Gardet, bring mich nach Bagdad! Yalla, yalla! Mensch, Eddie! Eddie! Also er hat auf jeden Fall den Hals von Eddie. Also so die Rückenhaltung ist schon die von Eddie. Also ich mag das optisch schon. Also ich meine, Leute haben sich jetzt irgendwie hier und da immer wieder mal über die Grafik beschwert. Ich weiß nicht, ob das immer fair ist. Ich bin jetzt nicht so gut in diesen ganzen Erkennen von technischen Details und grafischen Geschichten, die über die Karte laufen oder. Aber für mich sieht es doch jetzt gar nicht schlecht aus. Also da habe ich wirklich schon viel Schlechteres gespielt. Aber es geht halt immer noch besser, das ist klar. Aber wenn ich an sowas wie Callisto-Protokoll denke, was wahnsinnig toll aussah, aber dann nahezu kein Gameplay wirklich hatte, das brauche ich dann natürlich auch nicht. Oh, da werden doch die ganzen Decken werden doch alle nass jetzt und das Gold ist nass und das schöne Gekröse und Seide und was du da alles hast. Gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Keine Sorge, du wirst gleich abgestochen. Also mit Hilfe des Esels, mit Hilfe des Kamels kann ich offensichtlich jetzt die Location finden. Ach nee, das ist der Vogel, ist das nicht das Kamel? Ich dachte für eine Sekunde, wäre der Vogel. Das Kamel meine ich. So, hier oben ist wieder so ein Aussichtspunkt. Klar, wahrscheinlich muss man den irgendwie vorher holen. Schneiderei, Händler. Ja, und wie kommuniziert das der Vogel dann mit seinem Herrn? Und vielleicht will der gar nicht rumfliegen. Vielleicht will der mal sitzen. Wird der überhaupt bezahlt? Das ist schon irgendwie cool. Macht schon Bock rumzufliegen mit dem Ding. Okay, aber... Bruderschaftshaus finden, ne? Weiß ich gerade nicht, ob ich den schon habe, ob ich den schon analysiert habe hier. Wie kann ich das bestätigen? Muss ich da vielleicht den Button noch drücken? Ah, kann doch quasi einfach anhalten in der Luft. Warum nicht? Schwebemodus, Markierung setzen. Ach so, hier kann ich eine Markierung setzen. Ja. Oh, viel zu viele. Die will ich alle gar nicht. Dem kleinen Pfeil folgen. Ja, aber der zeigt ja eigentlich genau hierhin. Aber das habe ich ja schon gemacht. Das Problem ist bei dem Pfeil, dass hier dann nichts aktiviert wird.
Also, dass ich das nicht finde, sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist. Ah, vielleicht muss ich hier gerade mal gucken. Ich muss hier reinfliegen. Markierung setzen. So. So, wo ist denn nochmal der Kreis jetzt? Der müsste doch eigentlich hier irgendwo da. Ah, kleiner. Er wird immer klein. Also ich muss ihn natürlich irgendwie klein kriegen, ne? Da. Okay. So, endlich. Schon nicht der Weg lange genug für ein Kamel. Roshan und Fulad erwarten mich sicher schon im Bruderschaftshaus. Ja, ist ja gut. Ich lasse das Kamel hier. Alles wird geklaut. Oh, gleich da. Das ist aber schon dasselbe Haus, ne, wie im Original. Da kann ich mich gut erinnern an diese Art, wie man da reinkommt. Das ist also ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nichts dazu, wo Ali sich befinden könnte. Aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen. Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulad und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können. Sei vorsichtig. Immer. Nachforschung. Okay, das sind die Fälle, ne? Klar. Also die ganzen Hinweise müssen wir natürlich irgendwie finden. Hinweis noch nicht gefunden. Details verfolgen. Ja, machen wir erstmal das. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Der Nils ist ja hier. Was? Was ist denn hier los? Vielleicht Nils, Grüße! Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Plötzlich Nils! Ich werde nach einem Stand ausschauen. Ich hoffe, ihm gefiel's. Kaum kommt irgendwo ein Wortspiel, taucht plötzlich der Nils auf. Das muss seine geheime Fähigkeit sein. Vielleicht kann er Wortspiele riechen. So, Grüße. Ja, gerne. Nils Bumhoff live. Könnt ihr gerne mal reingehen, reinschnuppern. Der spielt gerade auch gestern
hat er Lies of P gespielt, genau wie Ede. Ja, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Nils wird bei dem Wort nun gepinkt. Um ehrlich zu sein, kann ich mir das gut vorstellen, weil jetzt haben wir nämlich hier, einer hieß doch hier so. Okay, wir suche Nurs Kontaktperson in der Färbermanufaktur auf. Die haben wir ja schon, haben wir die schon gefunden oder ist die hier? Nee, wir müssen noch das, okay, wir müssen das Gebiet noch finden, markieren. Da muss ich gerade mal gucken. Ich habe auch einen Eigenschaftspunkt. Ja, ich denke, wir müssen nochmal in die Färbe, noch mal in die Färberei suchen, vor allen Dingen. Hier ist die Schmiede, da ist das Bruderschaftshaus und wir haben aber noch nicht die Färberei gefunden. Ja. Das war jetzt einfach. Es kommt DLDU Bloodborne. Oh, da wäre ich gerne dabei. Da muss ich mich mal melden. Bei Matteo. Da würde ich auf jeden Fall auch mitmachen. Bloodborne hat mir immer sehr viel Bock gemacht, das also auch zu spielen. Ich mag dieses schnelle Schlitz-Gameplay. Mag ich immer sehr. Einen Augenblick. Darwish. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khorasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. So. Wir wissen also, wo wir hingehen müssen, wenn uns der Klau-Jeeper plagt. Wenn wir einfach nicht anders können, als zu klauen. Was ja durchaus auch eine der Fähigkeiten von Graf Mon ist, ne? Das vergessen die Leute gern, dass er ja auch Kleptoman ist. الاعتماد على الأغالبة.
Lies mal, was Nils geschrieben hat. Ich habe das gelesen, ich habe Nils schon zurückgeschrieben. Danke an der Stelle. Ich habe aber von Maxim keine E-Mail bekommen und ich habe aber auch keine SMS oder WhatsApp von ihm bekommen. Ich weiß nicht, was er mir da geschrieben hat, wie er es mir geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht bekommen. Ja, deswegen werde ich mich aber gerne bei ihm melden. Ich wusste nicht, dass er DLDU macht. Ich dachte, das ist eine Bonja-Geschichte. Aber Maxim ist natürlich auch super. Und gegen den hat man auch keine Chance in solchen Spielen. Aber es macht trotzdem Spaß. Oh, da lang. Über Twitter! Ach so, das erklärt's ja. Da lese ich erst recht nichts mehr. Okay, einmal A gedrückt halten. Mal gucken, was geht. Zack, 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 zack. Das ist schon schön gemacht. Das ist natürlich schon so bausteinartig zusammengebaut, damit es klappt. Aber sie haben es so schön kaschiert, dass es eigentlich beim normalen Beobachten überhaupt nicht auffällt. Erst wenn man es macht, merkt man, okay, sie haben es so gebaut, dass man wirklich überall lang kann. Frieden, Sadiq. Sei gegrüßt, Sayid. Ich dachte, sie hat vielleicht was Wichtiges zu sagen. Bis demnächst. Sie will ich auch nicht beklauen, obwohl sie einen richtig schönen, dicken Goldsack hat, wie ich sehe. Nach Hause schaffen könnt. Was wäre hier nochmal? Dann wendet euch an Tarsi, den Kamelhändler, um die besten Packtiere zu bekommen, die je den. Sie machen es schon gut, dass auch die Mission erstmal so diese ganze. Ey, hier ist auf jeden Fall hier der schlackende Ladiesman. Hast du gesehen, wie er läuft, Alter? Er hat einen guten Drive. Yeah, okay. Oder er hat Humpeln. Ich weiß nicht genau. Vielleicht hat er auch irgendwie einen eingewachsenen Fuß. Aber ich finde, er hat einen ziemlichen Drive. Und lässt die Brust raushängen. Yeah, was geht, Baby? Ja, ja, aus dem wird mal ein Checker. Ich sag's euch. Der wird mal ein Checker. So. Hast du noch Punkte zum Verteilen über? Ja, klar. Fertigkeiten, Trickser. Was wäre das hier? Warte mal, das einsammeln. Fährtensucher. Moment. Ja, okay, noch mehr. Ist natürlich nicht schlecht. Treten auf jeden Fall. Y. Parieren und dann treten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Naja, vielleicht doch hier lang. Da einfach hoch. Ich soll ja belauschen. Seit die Probleme losgingen, sind sie sehr schmallippig geworden. Ich glaube, Sadiq geht mir ab. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Auf eine Ewigkeit und von hier aus durch die Stadt zu kommen. Na, ich kann es für dich einfacher machen. Bitte, hier drüben!
Ich werde nicht denselben Fehler machen und wieder unten lang laufen. Ich werde einfach mal versuchen, wie weit ich oben rumkomme. Komm nicht her. Dieser Heuhaufen ist tödlich. Ich habe ihm doch nur die Hand auf den Rücken gemacht. Einfach so. Einfach so weg. Ja, so. Bisschen pflücken. Oh, gibt's gar nichts. Scheiße, die habe ich durch das Gitter halt nicht gesehen. Nein! Scheiße. Muss. Ah! Oh. Fotomodus. Hey, Sie da, Sie dürfen nicht in den Stein hauen, aber ich hau so gerne in den Stein. Nein, das ist verboten. Ah, das war ein Roter, verdammt. Was für ein Plappermaus. Na komm, hau. Nein! Mann, nicht damit! Hat er schön gewartet, finde ich gut. Kicken. Nee, geht nicht. Also man kann, ich habe ja Kicken mit Y, aber das hat jetzt gerade nicht geklappt. Hier! Sind das eure Wachen? Eure Wachen, ich gebe sie euch wieder. Gut, ich habe eh keinen Platz mehr hier oben. Ja, kommt einer mit dem Bogen zum Schwertduell. Da ist er ein bisschen dumm gelaufen, ne? Hups! Und irgendjemand da unten kriegt die ganze Zeit Leichen auf den Kopf. Hups! Der sieht wie ein Schreiber aus. Das ist ja geil. Der ist ja voll dumm. Ich weiß auch nicht warum, Leute. Ich weiß doch auch nicht warum. Ich
zermalme deine Knochen! Ach komm, den mochtest du eh nicht, oder? Lass mich nur einen werfen. Ah, die sind zu gut gepulstert. Gepulstert. Okay, so, wen haben wir denn noch zu befreien jetzt? Das sieht nach dem Heim eines Schreibers aus. Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Na komm, lassen Sie mich doch mal durch jetzt hier. Ich habe viel Zeit. Ja, ich aber leider nicht. Immer mit diesen Behauptungen. Keine gute Idee. Oh, das wäre eigentlich sein Tod gewesen, glaube ich. Na komm, mach ich es mir hier erstmal bequem. So, den Hinweis haben wir jetzt, glaube ich, bekommen, ne? Wir haben seinen Aufenthaltsort oder so. Und hier ist noch was. Kann man auch nochmal machen. Finde Bashi am oberen Hafen. Puh, ich bedarf deine Augen, Sadiki. Diggi, wie viel Hafen ist denn hier? Keine Ahnung. Oberer Hafen, unterer Hafen. Wo ist denn oben und unten? Hier ist ein Hafen. Oh ja, mein Faurel! Mein Faurel am See erschossen! Flieg jetzt besser nicht dorthin. Na gut, okay. Weil ich halt gejagt werde, ist klar. Da kannst du natürlich keine Luftunterstützung haben. Die muss vorher ausgeschaltet werden. Ja. Ich geh mal zum Hafen. Und gucke mal, ob ich ihn da vielleicht einfach finde. Ich werde auch gar nicht mehr gesucht. Das ist gut. Was siehst du? Ach komm, ernsthaft? Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam. Ah, egal, wir haben noch ein paar davon. So, wir suchen den Hafen. Das sieht doch schon gut aus. Gibt natürlich auch mehrere, wie wir schon gemerkt haben. Was siehst du, Sadiq? Das scheint der falsche Hafen zu sein. Sonst hätten die den wahrscheinlich mir markiert irgendwie. Dann fliegen wir einfach mal am Wasser entlang. Das ist vielleicht eine gute Idee. Nicht ganz geklappt, ne? Okay, kann ich da vielleicht verfolgen? Moment. Naja, alles schon gehabt. Eine neue Farbe. Alles klar, alles klar. Machen wir schnell was rein. Talisman der Zeit. Hm. Oh, was ist hier noch? Die Montur. Alles, was ich habe, ist eine Montur. Okay.
So, schnell nochmal hochleveln, was wir hier haben. Was ist das nochmal? Sturzabfang. Ach nee, komm. Ich habe nämlich noch Punkte. Leichter was erkennen. Und automatisches Einsammeln nach dem Töten. Klingt nicht verkehrt. Ihr seht, es gibt eine Menge Infomaterial auch über Bagdad und die jeweiligen, nehme ich mal an, politischen Zusammenhänge. Jetzt gehen wir da mal hin und gucken. Moment, haben wir das denn überhaupt richtig gemacht? Ach, wir haben ihn schon. Okay, ja gut. Das ist ja dann irgendwie nicht so schwer. Vielleicht habe ich ihn schon vorher gehabt. Vielleicht habe ich ihn aber auch erst jetzt gesehen. Vielleicht habe ich ihn durch die Karten, durch die Texte, die ich mir geklaut habe, gefunden. Ist auch sehr schöner Effekt, wie mein Dolch, der ja so ein bisschen zu sein scheint, enger Verbündeter Beshi. Wie der Samtdolch, wie der auch so magischen Sand verliert. Aufsuchen. Das ist natürlich wie Prince of Persia. Da gibt es ja diesen Zeitdolch. Glaubst doch nicht, dass man so entkommt! Wie immer könnte ich jetzt hier den Klampfenmann da hinten bestechen, dass der Musik macht und die Leute ablenkt. Ich mach's mal, nur um es zu zeigen. Eine Kostprobe unserer Musik. Ich brauch's nicht, okay, und ich habe auch kein Geld. Aber theoretisch ist es möglich. Oder eben diesen Ausrufer benutzen, dass der gut über mich redet, glaube ich. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Das hat man mir noch nie gesagt. Jetzt befreien wir die einfach. Wir rennen dahin, metzeln alles kaputt, ganz plump. Auf ein Wort, auf einen Dolch kannst du haben. Auf einen Dolch mit Basir. Jetzt auch noch die Esel gegen mich. Mein Gott, ich laufe doch nur rum. Hä? Augenblick, nieder mit dir. Ey, sag mal, ernsthaft? Ich stehe doch nur! Kannst du nicht für mich? Okay. Da schreien sie alle rum, nur weil einer oben ohne rumläuft. Ich weiß natürlich, dass man hier eigentlich anders kämpfen sollte, aber ihr habt es ja gesehen, ich wurde sofort entdeckt. Und dann endet es eben mit Kampf. Die sollen ruhig lernen, dass das bei mir nichts bringt. Dass sie da alle dran sterben werden. Dich hole ich mir noch. Du schießt schon die ganze Zeit in meine Richtung. Das sagt er, während er abhaut, ne?
Da hätte ich jetzt Y auch drücken können. Um den wegzutreten. Hm. Von innen. Die haben überhaupt gar keine... Kein Eingang. Wo ist denn der Dude mit dem Schlüssel? Wer ist das denn hier? Da, der. Okay. Shit. Shit! Rufe Hilfe! Ah, ist nicht gut. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Nee, nee, nee. Das war nix. Ich versuch's noch einmal. Hängt davon ab, wo der Spielstand ist. Wenn ich jetzt wieder komplett hinlaufen muss, wäre das ein wenig enttäuschend. Er hat immer noch so leichte Hängebusen. Also, die habe ich auch, natürlich, aber ich habe ja auch kein eigenes Spiel, wo ich oben ohne rumlaufe. Du bist unerwünscht. Ja, ja, ist ja gut. Du bist nicht willkommen. Ja, wie oft wollt ihr mir das noch sagen? Als ob mich das jemals gekümmert hätte. Nein. Zwei zum Preis von einem. Wer denn? Wohin verschwinde ich? Wo sind die denn? Ist doch gar keiner da. Die haben mich doch gar nicht gesehen. Da ist er. Geil wäre natürlich jetzt einfach das Ding hier abfeuern. Wie kann man hier nochmal... Ach, zu spät. Scheiße. Ich will das Messer benutzen. Ah, so. Ist das Messer rein R1, L1, L, R, da. Oh, wie dumm, ey. Wie dumm, ey. Naja, gut, egal. Das war nicht perfekt geworfen. Aber schön zu sehen, wie das läuft, wenn man wirft. Hat geklappt, das wollte ich nämlich eigentlich vorhin machen. So, jetzt muss ich aber hier den Keulen-Heini. Oh nein, jetzt habe ich keine mehr. So, einmal drum rumlaufen, ne, und dann von unten... Moment, hat er das denn nicht gerade genommen? Hat er nicht den Schlüssel genommen? Der Große hatte den doch, oder? Oder ist er jetzt woanders? Nee, nee.
Vielleicht, wenn die verriegelt sind, kann man sie vielleicht gar nicht aufmachen. Das kann sein. Da ist es. Vielen Dank. Geh zum Anleger. Finde Beshi. Ja. Okay, du haust jetzt hoffentlich alleine ab. Du brauchst mich ja nicht mehr, ne? Sind ja auch noch mehr. Der lebt aber eigentlich gar nicht so schlecht hier, wenn ich mir ehrlich bin. Gefunden! Da weiter am Hafen entlang, glaube ich. Okay. Die stehen einfach rum, keine Ahnung, was ist los? Ich weiß auch nicht. Warum sind die alle tot? Oh, das ist gut. Das ist gut. Da ist noch einer, okay. Okay, immerhin. Nein, das hat er nicht. Du hast nichts gesehen. Schlechter Moment. Hey, du. Ein Moment. Der Tod naht. Ja. 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 Das sieht so lustig aus, wie er die wirft. Mit so richtig saftiger Wurf, mit so richtig Action dahinter. Gleich verstummst du. Verschaffen wir uns einen Überblick. Heute stirbst du! Genau so! Hä, warum macht der nur rote Angriffe oder was? Das hier, sofort! Mein neues super Lieblingshobby. Fump. Ach, herrlich. Ach, da sind noch welche. Okay, komm, euch mache ich einfach so platt. Ach, das ist gar keiner. Ugh!
Ich mag es einfach, Dinge kaputt zu machen. So, wo ist denn der letzte Aufständische, ey? Du rennst nicht mehr weg. Perfekt versteckt. Wo ist Wache Bruno hin? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Er wollte sich die Füße vertreten. Kann der... Ach, da, natürlich, auf dem Boot. Nee? Ernsthaft? Komm, das wäre doch so perfekt, um jetzt hier... Ach, muss ich ein Boot fahren? Ich weiß es gerade nicht. Na gut. Nee, okay, man kann hier nicht sneaky sneaky von der Wasserseite kommen. Aber man kann immer hinter die kommen. Das ist schon mal gut. Geronimo! Au, der ist mit den Knien aufgekommen. Das war der letzte. Nun zurück zu den anderen. Na, ab da sehe ich doch noch ein Kistchen. So, das ist die letzte Mission. Danach hören wir auf. Wir haben, finde ich, viel gemacht. Wir haben den ganzen Anfang gemacht, das Tutorial. Wir wissen jetzt historisch, storytechnisch, wo alles hier zusammenläuft. Und vor allen Dingen, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Eine Meinung, ich finde es angenehm zu spielen. Also, mir ist die Zeit jetzt gar nicht so aufgefallen, dass wir jetzt schon 2,5 Stunden auch spielen. Es ist halt so, wie man es erwartet hat. Ich finde, es hat wirklich so ein bisschen den Vibe von früher, aber eben ohne die Fehlerchen zu haben. Und man muss jetzt auch nicht mehr 120 Türme hochklettern oder so. Man kann, aber man muss nicht. Und es ist vor allen Dingen einfach ein bisschen kompakter, zentrierter, mit weniger Open World. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. El-Hotzo? Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen Al-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das.
Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Gut. Gibt's jetzt noch Horror? Ja, natürlich, natürlich. Es ist der Schocktober. Was soll ich denn sonst machen? Wir sehen es an all den vielen wichtigen Ausrufezeichen. Es gibt viel zu machen, viel nachzuforschen und auch wieder einiges zu ermorden hier in Assassin's Creed. Ein weiterer Hinweis wurde nicht gefunden. Okay, interessant. Wir wissen noch nicht, wo er ist. Was ist das nochmal hier? Darf ins Laden? Okay, klar. Was ist das nochmal hier? Bruderschaft geht zum anderen nicht mehr verfolgen. Ja, okay, da geht's jetzt halt, die Geschichte geht jetzt hier weiter. Wir machen jetzt aber erstmal ein Päuschen. Also, wie finde ich's? Habe ich ja gerade gesagt. Ich finde es souverän. Souverän, anständig. Ich finde es gut spielbar. Ich mag die Atmosphäre der Stadt. Ich finde die Grafik schön. Ich kann mich hier ganz gut bewegen. Es ist allerdings so ein bisschen nach Schema F, ne? Ist ja klar. Man kennt es mittlerweile. Man hat die Formel ja auch endlos häufig schon erlebt. Es ist ein bisschen, wie heißt es? Es ist ein bisschen anders als die letzten, dahingehend, dass hier auch nicht so viele Locations sind, die man besuchen muss. Es wird einem nicht so viel geholfen. Man muss auch ein bisschen selbst was finden. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Suche nach einzelnen Hinweisen, ob die auch in den letzten Teilen so war. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber, die war im Original auch. Ich weiß es leider gerade nicht mehr genau. Aber das fühlt sich schön an, so eine kleine Schnitzeljagd, bis man dann den Endboss erst hat. Weil wenn man ehrlich ist, kann man die Bosse oder die Zielpersonen ja sehr schnell ausschalten, wenn man einfach sagt, ich scheiß drauf, weil die KI ist nicht so gut. Und man kann auch nicht alles sneaky machen. Kann man schon, aber es ist oft einfach nicht machbar. Es ist nicht so leicht. Und ich finde, das ist, wie gesagt, ein Titel, der eigentlich genau das bietet, was ihr wollt, wenn ihr das wollt. Also man muss wirklich hier nicht sich überraschen lassen. Hier weiß man, was man kriegt. Und zwar diese wunderschöne Stadt Bagdad mit der Möglichkeit, die Population ein bisschen einzugrenzen. Dazu noch den Vogel und die anderen Sachen. Und das ist halt das, was man kriegt. Ich muss sagen, ich fand es schon nicht verkehrt. Aber ich bin kein krasser Assassin's Creed-Fan, muss ich sagen. Ich bin eher so, ich zock mal rein und so. Aber ich glaube, ich habe kein Assassin's Creed wirklich auch durchgespielt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also könnt ihr ja mal sagen, was ihr von dem Spiel haltet, nachdem ihr es jetzt gesehen habt. Gerne mal eine Meinung abgeben, auch zur Synchro zum Beispiel höre ich hier und da immer gerne was, ob die gut war oder nicht. Hier sagt jemand, er würde es gerne im Original sprechen, spielen. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das da nochmal ein bisschen anders wirkt. Auch vor allen Dingen, es gibt ja eine Version, auch eine Sprachausgabenversion, bei der sie eben, um echt sein, weiß ich nicht, Arabisch nehme ich an. Sprechen und dann Untertitel. Das ist auch cool. Sowas finde ich eigentlich auch ganz geil. Ist ein bisschen wie bei, ist ein bisschen wie wenn man Animes guckt, ne? Und da dann auch das Original lieber hat und dann lieber sich da auch völlig damit begnügt, die Untertitel zu lesen, weil das irgendwie dazugehört, finde ich. Also zum Feeling eines Animes. Okay. Wie bei Sekiro. Okay, ja, genau da war es nämlich auch so. Jetzt gleich geht's weiter mit einer guten Portion Schocktober und dem Spiel Welcome to Kowloon. Kowloon ist ein Stadtteil in China, Hongkong? Ich glaube ja. Ich glaube ja in China. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber das ist ein Stadtteil, den man auch schon in Shenmue und so besucht hat. Und jetzt ist es in einem Horrorspiel. Das wollen wir uns gleich angucken. Spielen auch gerade 90.000 Leute, gucken es auf, oder spielen und gucken es auf Twitch. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Zahl. Ist ja heute auch rausgekommen. Und Welcome to Kowloon als Vergleich: 61 Zuschauer. Also doch schon deutlich weniger, ist ja klar, ne? Das eine ist schon länger da und das andere ist mega der gehypte Titel mit viel PR-Geld im Rücken. Ich hoffe, ich habe euch weiter im Rücken, wenn wir jetzt gleich loslegen. Bleibt einfach hier, wir machen kurz Werbung und ich gebe euch, warum nicht, eine kleine Runde Bier aus. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen!